Dinge, die ich über das Techniktraining gelernt habe, also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, was sind die Dinge, die ich persönlich für wichtig halte oder die ich hier an Tipps und Tricks einfach mal so weitergeben möchte. Punkt 1, erkläre die Technik und lasse die Technik erklären. Das ist etwas, wie ich immer verfahre, wenn ich hier mit Anfängern weitere Techniken bespreche, einführe, denen das vermitteln möchte. Natürlich erkläre ich als Trainer die Knotenpunkte der jeweiligen Technik. Aber ich sorge auch immer dafür, dass die Spieler selbst das Ganze nochmal selbst mit eigenen Worten wieder erklären müssen. Manchmal einem in der nächsten, in der übernächsten Trainingseinheit, jeder ist da mal dran. Die Spieler selbst müssen lernen, mit dem Vokabular umzugehen und müssen auch lernen, das vorzumachen. Und dann, wenn sie das können, dann kannst du als Trainer daran eben identifizieren und eben prüfen, ob sie es tatsächlich verstanden haben, was du am Anfang mal erläutert hast. Anwendungstraining haben wir besprochen in einem eigenständigen Kapitel und ich hatte damals gesagt, Anwendungstraining ist schwierig. Wenn man das noch nicht in dieser Form kennt, so wie ich das hier versucht habe zu vermitteln, ist es schwierig, da erstmal reinzukommen. Aber es ist unheimlich lohnend, weil durch Anwendungstraining ganz viel Bewegung auf dem Spielfeld plötzlich zustande kommt. Die Spieler stehen nicht mehr einfach nur so rum. Dieses Spiel ohne Ball, dass man sich bewegt, an verschiedenen Stellen geht, dass man versucht, was vorauszuberechnen, das wird durch Anwendungstraining geschult und du kannst durch entsprechende Übungsform auf jeder Niveaustufe Anwendungstraining machen. Und das ist deine Aufgabe als Trainer. Überleg dir, wie du das mit dem Team, was du trainierst, machen kannst und welche Kleinigkeiten du vorausberechnen lassen kannst, sodass sie eine Handlung einleiten, noch bevor irgendeine bestimmte Situation eintritt oder irgendeine Handlung passiert. Ganz wichtige Sache, auf jeder Niveaustufe Anwendungstraining einbauen. Timing ist wichtig, ist eine natürliche Aussage hier, wenn es um Techniktraining geht. Es gibt aber nicht nur, dass das Timing schlecht ist, sondern man muss sich das in der Analyse immer genauer anschauen. Ein Spieler kann zu früh oder auch zu spät bei einem bestimmten Ball sein. Und ganz häufig ist es beispielsweise so, dass Spieler zu früh an einem Ort sind. Denk an so eine klassische Übung. Da wird ein Blocksprung am Netz gemacht, der Spieler landet, muss sich umdrehen, einen nächsten Ball erlaufen und den irgendwo hinspielen, beispielsweise im oberen Zuspieler, also mit dem Pritschen. Da wirst du es ganz häufig erleben, dass der Spieler nach dem Blocksprung landet, sich umdreht, den Ball erläuft, aber zu früh dort am Spielort ist und deine ganzen Bewegungen gegen den Ball passieren zu früh. Und aus diesem Grund ist die Technik ungenau ausgeführt. Der Ball landet nicht da, wo er hin soll. Du musst dem Spieler dann ja eine Einleitung geben, eine Anleitung geben, wie er es besser machen kann. Und es reicht dann einfach nicht zu sagen, das Timing war nicht richtig, sondern du musst deinen Spielern auch ein wenig erklären, waren sie jetzt zu früh oder waren sie zu spät im Timing. Okay, also das heißt für dich als Trainer, du musst das sehen können, ob jemand zu früh oder zu spät da ist und ob die Bewegungen, die gemacht werden, zu früh oder zu spät gemacht werden. Dadurch kannst du Technik und die Qualität der Technik insbesondere deutlich nochmal verbessern. Achte auf die Anzahl der Ballkontakte pro Zeiteinheit und hier spreche ich mal für Übungen. Innerhalb von Übungen musst du einfach immer wieder überlegen, wie viele Bälle sind im Spiel, wie viele Spieler sind an einem Ball beteiligt, wenn der gespielt wird, mehrfach gespielt wird übers Netz und wie lange ist dann die Pause zwischen den Ballwechseln. Und hier hast du gerade im unteren Leistungsbereich ein riesiges Potenzial an Verbesserung. Denn das ist eine typische Beobachtung, je niedriger der Leistungsbereich ist, desto weniger Ballkontakte haben diese Spieler innerhalb einer Trainingseinheit, innerhalb einer halben Stunde, innerhalb einer Minute, egal worauf du es runterbrichst. Mach dir Gedanken, guck dir das einfach mal an, wie viele Ballkontakte pro Übung hat ein Spieler und wie lange dauert es, bis der nächste Ball ins Spiel kommt, wenn da mal ein Ball tot ist. Und das kannst du optimieren, das kannst du verbessern. Und ein Spieler braucht Ballkontakte, um in den einzelnen Techniken besser zu werden. Orientiere dich an den Besten, ist der Punkt 5 hier in meiner kleinen Liste. Und das ist unheimlich einfach geworden, denn seit wir die sozialen Medien haben, Facebook und so weiter, können wir jeden Tag kleine Videoschnipsel sehen von den allerbesten Volleyballerinnen und Volleyballern auf der ganzen weiten Welt. Und daran kann man sich orientieren. Also stell doch deinen Leuten, wenn du hier in sozialen Medien vernetzt seid, stell denen doch einfach mal den einen oder anderen Videoclip zur Verfügung, den du irgendwo gefunden hast. Oder sorg dafür, dass sie in bestimmte Gruppen eingetragen werden, wo solche Videoclips laufen. Und dann kann man sich mit allem, was man tut, an den Bewegungen der besten Spieler der Welt orientieren, weil man sie jeden Tag durch das Internet nach Hause geliefert bekommt.
Unnötige Bewegungen abstellen ist eine weitere typische Geschichte und das koppel ich eigentlich mit dem vorangegangenen Punkt, orientiere dich an den Besten. Wenn du mal sehen willst, wie beispielsweise ein Aufschlag ausgeführt wird, dann kannst du das bei den Besten auch sehen. Du kannst dann aber auch genau erkennen, dass die keine Bewegung machen, die nicht unbedingt notwendig ist. Also das Nötigste wird gemacht, weil das Nötigste auch am wenigsten Fehlerpotenzial hat. Jede zusätzliche Bewegung, die ich mache, obwohl sie nicht notwendig wäre, birgt ein sehr großes Fehlerpotenzial. Und gerade beim Aufschlag fällt mir persönlich das immer wieder auf. Wenn man dort mal im hochklassigen Bereich schaut, wie werden Aufschläge geschlagen, dann ist da nicht viel Bewegung im ganzen Körper drin. Der Ball wird hochgeworfen, der Ball wird geschlagen. Wenn ich mir aber Anfängertraining anschaue, mit Jugendlichen, mit Nachwuchsspielern, Leuten, die es noch lernen müssen, dann haben die plötzlich enorm viele Bewegungen im Oberkörper, im Rumpf, in den Beinen, die alle irgendetwas machen und einen Ball hochwerfen. Unter diesen Situationen kann man einen Ball nicht konstant anwerfen. Und dann identifizier du als Trainerin oder als Trainer doch einfach mal, welche Bewegungen sind notwendig, welche sind zu viel. Und die Bewegungen, die zu viel sind, die man nicht braucht, die kannst du getrost weglassen. Und dadurch geht ganz viel Fehlerpotenzial weg und dadurch wird die Qualität der Technik aus meiner Sicht eben deutlich erhöht. Ja, Volleyball ist Physik und die Naturgesetze kannst du nicht verändern und das ist einfach so. Und wenn du ja deinen Spielern ankommst mit Physik und denen da was erklärst, dann sagen dir viele, ich habe schon in der Schule keine Physik gemocht, aber es nützt nichts. Es ist wirklich so, wir haben es mit einem physikalischen Vorgang beim Volleyball zu tun und ein paar Grundkenntnisse über die Physik können da nicht schaden. Und insbesondere musst du dir bei technischen Ausführungen immer wieder die Frage stellen, ist diese technische Ausführung, so wie ich sie mache, überhaupt physikalisch möglich und sinnvoll oder ist sie das nicht? Und man kann als typisches Beispiel immer die Pritschbewegung nehmen, denn ganz, ganz viel im Anfängerbereich sieht man, dass die Daumen gegen den Ball zeigen und es ist einfach physikalisch keine gute Idee, den Daumen gegen den Ball zeigen zu lassen, denn der Ball wird drauf fallen und es wird wehtun. Und die viele Spieler können aus meiner Sicht, viele Anfänger können aus meiner Sicht nicht pritschen, weil sie gelernt haben, dass sie möglichst die Daumen woanders hin zeigen lassen und den Ball gar nicht erst die Daumen berühren lassen, weil es sonst nämlich weh tut. Und das ist keine gute Idee aus meiner Sicht. Man kann mit einer sehr viel höheren Qualität den Ball pritschen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn ich mit den Daumen, mit Unterstützung der Daumen pritsche und damit die Daumen nicht kaputt gehen und nicht wehtunen, ist es durchaus sinnvoll, die Daumen nach hinten, also Richtung Kopf, Richtung Augen oder Nasenwurzel zeigen zu lassen. Denn dann kann hier eine Verletzung durch den Ball in der Regel nicht passieren. Ja, Punkt 8 ist so, aus meiner Sicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier zum Schluss, den man seinen Spielerinnen und Spielern immer wieder klar machen muss. Sich zu verbessern bedeutet, Dinge anders zu machen, als ich sie bisher gemacht habe. Und viele Spieler, die du verbesserst, denen du Tipps gibst und Hinweise gibst, was sie verändern können, die kommen dann ja immer mit Ausreden und ach, ich mache das schon so lange und ach, ich kann das aber nicht anders. Wenn man besser werden will, muss man Dinge verändern. Auf jedem Niveau muss ich Dinge verändern. Nur wenn ich etwas verändere, dann bekomme ich auch etwas anderes. Und wenn ich mich verbessern will, dann heißt das ja immer, ich muss etwas anders machen als das, was ich bisher gemacht habe. Das sind meine Erfahrungen und meine Tipps, die ich mal hier so mit an die Hand gebe. Ich fordere euch jetzt auf, postet mal eure eigenen Regelungen, Erfahrungen, Tipps und Tricks, die ihr so im Laufe eurer Trainerkarriere gefunden habt oder für euch erkannt habt. Postet die mal ins Forum, damit wir alle ein wenig davon haben. Danke sehr.